Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Angezockt. Solltet werden, muss ich jetzt nochmal in einer kürzeren Variante machen, weil ja aus dem kleinen Angezockt, was eigentlich 40 Minuten gehen sollte, sind dann einfach mal fast 4 Stunden geworden. Da kann ich euch auch parallel noch hochladen, wenn ihr Bock habt, einfach in die Kommentare schreiben. Dauert aber ewig, bis das oben sind, sind 250 GB oder so. Ich hatte es dann nochmal versucht, in 10-20 Minuten Video zu machen, um euch kurz knackig die wichtigsten Sachen zu sagen. Aber da war asynchron, deswegen muss ich nochmal aufnehmen. Das ist so ein sogenanntes Reaper-Game. Das heißt, am Anfang haben wir eine Story, es ist wieder Japano-Spiel, viel Lese, aber nicht so viel wie also bei anderen. Wir sind jetzt hier der Typ hier und ich habe schon vieles freigeschalten. So. Da. Wo waren das? Optionen, Schwierigkeitsgrad, hoffentlich Dreieck war das, genau. Ich habe jetzt schon, wir sind jetzt schon 4 Charaktere, mit denen fängt man an, dann bekommt man den und dann die. Und man hat hier so Anstecker, Pins. Die kann man weiterentwickeln lassen. Hier ist Stufe 1 zum Beispiel. 3 habe ich mir nämlich mit 3 gleich, das ist mit Feuer drin. Das ist komplett aufgewertet. Mal den mal tauschen. So. Stufe 2, der hat Stufe 3. So. Und hier haben wir halt nur gute Sachen drin. Also hier Fesseln hat man, dann hier, der macht so Eisstrahlen, der kettet und. Achso, der kommt dann nach oben, genau. So, wir haben dann noch Klamotten, wir können auch noch Klamotten kaufen. Hat überhaupt keine Auswirkungen auf das, was ihr seht. Also er sieht immer gleich aus. Gibt halt nur ein bisschen Verteidigung, Angriff und was weiß ich, hier alles dazu. Ich habe jetzt hier schon allen irgendwas angepasst. Er hier zum Beispiel hat hier LP 560 plus 22 und ich habe jetzt hier 240 plus 26. Ja, Klamotten, also die, man kriegt auch Pins mit Geld, die man verkaufen kann. Kommt aber alles viel, viel später erst. Man kann auch Essen kaufen. So, das ist dann das soziale Netzwerk, da bin ich schon. Also ich bin schon ziemlich weit. Da kriegt man Freundespunkte, da muss man dann auch bestimmte Sachen für die machen. Und ich will euch halt nicht zu viel spoilern. Das sind jetzt meine Aufträge, die ich noch offen habe. Das sind die Stadtgebiete, wo ich jetzt momentan gerade hin kann, die blauen. Also das ist von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich. Also hier oben war ich noch nicht in den oberen. Also da, wo jetzt grau ist da. Aber da unten war ich schon. So Archiv. Das ist das alles, was ich gesammelt habe. Alle Pins und hast nicht gesehen. Und Klamotten und Essen. Das sind die Gegner, gegen die ich schon gekämpft habe. Gibt es jetzt zum Beispiel 9000 Yen. So, Graffiti. Ich habe auch wieder neue Graffiti gekriegt. Wofür das gut ist, ich habe keine Ahnung. Nur für die Geschichte. Und wir können jetzt hier R1 drücken. Da sehen wir jetzt hier diese roten Viecher. Let's have a look. Gegen die kämpfen wir. Und dann haben wir noch diese. Da vorne ist ein Geschäft. Gotta focus. Dann haben wir hier noch irgendwo. Let's have a look. Hier.
Da können wir die Gedanken lesen sozusagen und manchmal kann man die dann auch beeinflussen. Gotta focus. Let's have a look. Gotta focus. Haben wir jetzt hier nicht. Ich muss auch aufpassen mit der Musik. Ehrlich. Let's have a look. Man kann auch... Gotta focus. Also man muss jetzt nicht einzeln gegen jeden kämpfen. Man kann hier auch einfach mal ein paar mitnehmen. Und dann flüchtet man. Nimmt sich den noch mit. Da haben wir jetzt schon mal das Feuer. Okay. I can do this. Feuer oder was? Manchmal kann man, also mehr als das habe ich noch nicht geschafft. Ich versuche jetzt gerade immer nur den Ehen, also die Beeren einzulösen. Also Fähigkeiten verbessern. Also umso öfter ihr jemanden einsetzt, und umso schneller das alles klappt, umso besser wird die Attacke. Die Pins können sich auch verbessern. Dann könnt ihr auch welche verkaufen, gibt es dann halt mehr Geld. Not bad, I'd say. Und dann gibt es halt auch, wenn man da oben 100% erreicht, gibt es so viel. Honor to be recognized. Mann und die 100 Yen. Oh, den haben wir jetzt fertig entwickelt. Und wenn wir jetzt einen Pin fertig entwickelt haben. Na Quatsch, Quatsch. Dann tausche ich den immer aus. So. Und zwar kann ich bei dem hier. Die wäre mir zum Beispiel vorhin Bombe. Den will ich wieder haben. Der war sehr gut. Der ist sehr. Der hat viel Energie. So, bei ihr müssen wir sie jetzt noch einsetzen, damit wir da bald fertig werden. Und der ist fertig. Da haben wir aber keinen Pin, was wir ihm geben können. Das heißt jetzt noch nicht entwickelt. Also, so, ich zeig euch das mal. Einmal da, einmal da. So, jetzt wollen wir zweier. Das heißt, ich kämpfe jetzt fünfmal hintereinander. Und jetzt zum Beispiel hier. So, wo ist denn die jetzt? L1 war das. You've got the wrong vector. Fly! Yeah! Let's keep it up. Perfecto! Vernichtet. Nice trajectory. Nur nicht warten. Ich muss mit der nämlich die Attacke ein paar Mal machen, damit sie verbessert wird. Weil die Attacke braucht halt ewig zum Aufladen. Das ist halt echt negativ. Der Hai, der muss halt an die Oberfläche kommen. Das ist echt ein Scheißmonster hier. So, dann kann ich. Yeah.
So careless. Thanks, Nagi. So, jetzt habe ich ihn gefesselt. Vergiss immer L1 hier. Die Steuerung mit also wie gesagt, Dreieck, Viereck, L1, R1 ist halt echt manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und Viereck X wäre halt viel besser, wenn die da wären. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob man halt im Team den Knopf festlegen kann, auf was er kommt. Jetzt kommt der nächste Kampf. Ich sehe keine Difficulties. Ach, schon wieder die Viecher, ey. Yes, got him. Masterfully done. How's that? Perfectly balanced. Yes, got it. Nice one, Rintu. You've got the wrong vector. So are you ready for this? Kann auch so eine Spezialattacke, kann ich das mal zeigen. Sieht so aus. Also wenn die 100% voll sind. Oh, immer mal so. Viereck, Dreieck und dann R1 und R2 habe ich Angriffe und mit L2, ach Quatsch, R1. Ich verwechsel mich jedes Mal aufs Neue. Yes, got him! Masterfully done! Hier, das ist jetzt ein Pin, den hat man jetzt. Die liegen jetzt hier einfach so mal rum, aber die sammelt ihr automatisch ein. Ihr braucht euch doch keine Sorgen machen, damit ihr die nicht kriegt, wenn ihr die nicht einsammelt. Nailed it! Indeed! Also ob er die jetzt einsammelt während des Kampfes, ist nicht entscheidend. Let us tread carefully. Have at me! Ich könnte jetzt so mit den anderen angreifen, die stärker sind. Aber ich habe nur genug Lebensenergie. Brauchen wir da keine Sorgen machen. Oh, this is gonna be easy. Oh, mein Gott, knapp. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Sticker. Ich habe da jetzt eine neue Stufe erreicht mit ihm. So, jetzt kann ich den upgraden. Zack. So, und die anderen sind jetzt auch alle fertig. Somit kann ich bei ihr den jetzt rausnehmen. Hier reinmachen. Das ist ein Heilungsding, den habe ich auch noch nicht aufgewertet. Und die lasse ich mit den starken Attacken und den muss ich jetzt weiterentwickeln. Der hat jetzt natürlich noch mehr Power. Und so geht es halt die ganze Zeit. Ihr könnt auch natürlich, ihr müsst hier natürlich, um weiterzukommen, bestimmte Rätsel erfüllen. Wie gesagt, ich muss jetzt hier irgendwie freundschaftslevelmäßig mit dem eben was machen.
Zweier-Serie. Wo ist der andere hin? I don't have time for uninspiring integers. Also drei, die ich genommen habe. Our party is equipped to win. So. Aber jetzt sind wir drauf ein. Ich weiß, die anderen sich verletzen, das ist ja zu viel. Yes, got it! Ich kann ihn halt nur zweimal einsetzen. Also ich würde ja immer besser, dass man dreimal einsetzen kann oder viermal, das weiß ich noch nicht. Das werden wir ja dann sehen. Let's do this! Also am Anfang müssen wir irgendwie Pappplakate finden und wo irgendwelche Bilder drauf sind oder Rätsel lösen mit verschiedenen Totenköpfen. Wir müssen ja erstmal auf der Kreuzung finden, wo die sind und dann halt da reinfolgen. Alright, und sowas alles. Ein Adam zum Beispiel. Naturally! Ich habe hier so ein paar Yen, nochmal Yen dazu und hier bin ich kurz davor. What to do? Let's have a look. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein paar. Nochmal. Einzelnen. Kann man jetzt einfach kämpfen drücken. Normalerweise werden sie an Arena ausgelöst, aber wenn ihr jetzt so jeden Kampf macht, müsst ihr den X drücken, dass es erfüllt wird. Hitcha! You've got the wrong. Fly. Such simple equations. Most spectacular. Time to take out the trash. We're really in sync. Perfectly balanced. Yes, got it. Masterfully done. Not bad, I'd say. It appears our efforts were insufficient. Wenn man was nicht gekriegt, schade. So, und dann. Let me think this through. Dann sieht das so aus. Bei ihr hier. Ich kann jetzt heilen. Stärke 0. Steht hier gar nicht da, wie oft. Jedenfalls, momentan muss ich jetzt hier machen. What to do? Ich muss ja die Telefonnummer herausfinden. Eine der Ziffern ist eine 5, eine der Ziffern ist eine 9. Das habe ich schon alles gemacht. Also das ist alles, ich habe jetzt halt nur noch das offen. Und dann stehen hier halt die Hinweise. Nach sündigen Rahmen suchen, nach einem Loch in der Kreuzung suchen. Nach
dem Eingang eines gelben Gebäudes suchen, nach einer Zuflucht ganz im Grün. Das sind so die Hinweise, die wir haben. So, und wir sind jetzt. Let me think this through. Karte. Da kreuzen wir jetzt da zum Beispiel Shibuya Kreuzung. Gehen wir zur Kreuzung. Da müssen wir einfach hier geradeaus laufen. Ladezeit ist ziemlich schnell. So, und jetzt hier ein Loch in der Kreuzung. Das wäre jetzt ein Gulli vielleicht hier. Gotta focus. Sündige Raben und also wie gesagt, wir sind tot. Wir sind auch hier an dieser Stelle gestorben. Let's have a look. Und wir machen noch einen Kampf. Zweimal. Dreimal. Viermal. I don't have time for uninspiring integers. Und wenn wir halt gewinnen, dann können wir. Wenn wir. Oh, die sind neu. Dann. Perfect timing. That was perfect. Können wir uns was wünschen, dann können wir wieder ins Leben zurückkommen. So careless. Was that okay? Could be worse. Aber die gehen ganz schnell auf die Dinger, das sage ich euch schon. Die Kämpfe sind immer richtig Buttons mehr. Absolute Trash. Aber es hat mich halt wirklich in den Bann gezogen. Wie gesagt, ich wollte halt nur kurz anzocken. Na, schon vorbei. Naturally. So, jetzt habe ich eine Stufe 3. Eine Stufe 2. Und wenn ich halt diese drei Stufen durch habe, dann entweder ist es dann komplett aufgewertet oder kommt manchmal noch eine Stufe, wo man den erweitern kann. Hier haben wir doch ein gelbes Gebäude, ganz in gelb. Suche nach einem Eingang. Suche nach dem Eingang. Dann können wir halt hoch und zeige euch das mal. Also die müssen auch mal alle vier gleichzeitig essen. Das ist nicht so, dass die jetzt einzeln essen können. And now we eat. Let's eat. Man, I am starving. Kannst du mehrmals hintereinander essen? Habt ihr gesehen, die haben halt viele verschiedene Sachen hier. So, und hier zum Beispiel, das bringt LP6 und Verteidigung 2.
Das mache ich am liebsten eigentlich erstmal am Anfang auf alle Hooks. Ich wollte euch das nur mal zeigen, dass es eine Auswirkung hat. So, dann bezahle ich das einmal. And now it's man, I am starving! So. This tastes pretty good. Ordentlich dazu. Und wir haben noch Zeit. Also über 100 könnt ihr auch rüberkommen, aber das geht dann schnell weg. Wir haben Verteidigung 2 und 6. Was haben wir dann noch? LP 8. Angriff 2. Da kommen wir schon drüber. Da kriegen sie alle noch den Style-Bonus. Well, let's eat. Man, I don't want the rest of mine. Und weiter geht's nicht. Also wir könnten jetzt natürlich... nee, geht nicht. Das konnte ich noch, weil ich unter 110 war, glaube ich. 101 oder so. Die sündige Rahmen und Eingang in einem Gebäude. Also ihr müsst nicht die ganze Zeit kämpfen, aber ab und zu muss es sein, weil ihr braucht diese Punkte unbedingt. Und die Sticker um euch hier. Yo, yo, yo. Und dann können wir jetzt hier verkaufen zum Beispiel. Die wir doppelt haben. Aber ich verkaufe halt immer lieber nicht die mit dem Stern. Weil die sind komplett aufgewertet. Manche kann man noch nicht verkaufen. Die habe ich ja auch noch gekauft. Die sollen wohl irgendwo mal irgendwann wichtig werden. Keine Ahnung. Ach, den müsste ich mal aufwerten. Ach, das, ich wollte ja erstmal das mit der Eulen so machen und dann das hier. Und dann wollte ich das machen, dass sie dann auch eine stärkere Attacke hat. So. Gekauft habe ich hier alles. See you around then. Und wenn man hier Sachen kauft und die ausrüstet, yo, yo, yo. Ausverkauft leider alles. Und wir ziehen die irgendjemanden an. Ich habe die jetzt halt den Blonden angezogen. Und wir sind dann in einem Kampf. Und wir haben das an oder steigen Level. Und wir haben die Klamotten an. Dann steigt irgendwie auch das Ansehen im Laden, weil wir die Klamotten an hatten. Und dann kriegt man VIP Stufe 2. Man eins fängt man an. Ich habe jetzt hier schon 2. In der Hoffnung, dass ich dann halt... Das ist ja nach Tagen unterschieden. Ein, zwei, drei, vier, wir sind jetzt bei Tag 4, wenn wir bei Tag 5 angekommen sind, dass ich dann halt VIP Stufe 3 bekomme und vielleicht auch neue Sachen. See you around then. Aber falls wir hier überhaupt hinkommen. Hier ist nichts. Hier ist auch kein gelbes Gebäude. Laden. Hello, welcome to Coney Coney. So, verkaufen. Wir müssen eigentlich auch noch Pins haben mit Geld, aber nicht. So, das könnten wir ihr natürlich anziehen. How about this? I simply adore it. Aber das ist alles zu viel Kohle. Eins bräuchte ich, damit ich da im Level steige. Wie will ihr nämlich dann anziehen? Ja, und am besten, wenn ihr Geld braucht, Kämpfe machen. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Und die ganzen Sticker, die er dann sammelt, die er nicht braucht, alle verkaufen. Leaving so soon? What a shame. So,
Dann Let me think this through. Klamotten. Bei ihr. So, da haben wir schon noch ein Teil drin. Hoffe, das zählt dann auch. So, hier haben wir jetzt nichts gefunden. Geht's nicht weiter? Sündige Rahmen. So, hier ist mit der Kreuzung noch und ein gelbes Haus. Und die Sachen könnt ihr, die Essen, die könnt ihr auch dann, Namaste. Hof freischalten. Zeitreisen war ich auch schon mit. Das war ein bisschen tricky, da diese Hin- und Herreisen. Gotta focus. Let's have a look. Gotta focus. Ich will jetzt aber nicht extra nochmal kämpfen. Let's have a look. Focus. Let's have a look. Gotta focus. Ja, auch nochmal laden. Come on in. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. See you again soon. Let's have a look. Gotta focus. Let's have a look. Gotta focus. Warte, 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 warte. Let's have a look. Gotta focus. Let's have a look. Ja. Und das ist halt, da hänge ich gerade. Ich will heute auch nicht googeln, wie man weiterkommt. Ich wollte von alleine schaffen. Focus. Let's have a look. Untersuchung. Jetzt haben wir doch was. Quake? Sündiger Rahmen, da haben wir den Aufkleber. Sündige Rahmen haben wir jetzt gefunden. Welche Reihenfolge? Zwei, vier, mal das Doppelte. Zwei, vier, acht. Eins, zwei.
3, 5, 9. Traut man nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2 ist 5, na 5 plus 4 ist 9, ja, gut, dann ist es auch gewährt. Jetzt haben wir. What to do? So. Eine Ziffer ist eine Raute. 5, 9. So. Wir haben das jetzt alles erfüllt. Jetzt fehlt uns halt noch ein Loch in der Kreuzung suchen. Nach einem Eingang, gelbem Gebäude suchen. Nach Zuflucht ganz in grün. Think this through. Karte. Ich will hier nochmal abgrasen. Hier war nämlich auch so ein Aufkleber dran. Oh, yo. Hey, yeah, thanks. Ist auch echt scheiße, weil diese kleinen futzeligen Aufkleber, die siehst du ganz, ganz schlecht. So, jetzt halt die ganze Zeit. Let's have a look. Also jetzt mit der Telefonnummer, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Diese ganze Hin- und Her-Rennen. Also normalerweise ist es nicht ganz so viel. Gotta focus. Let's have a look. Gotta focus. Aber jetzt auch gewesen sein. Ich muss hier dann noch eine Weile suchen. Speichern. Ja, speichern. Mann! Ja!
sicher. Bei Tag 4 bin ich jetzt. 7% abgeschlossen. Also es ist wirklich viel Quatsche, viel Lese, aber nicht so viel wie sonst in Japano spielen. Und ich, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur kurz machen und dann kam immer wieder was dazu und dachte, oh geil, machst du ein bisschen weiter, auf einmal waren 2 Stunden weg. Ich dachte, nee, jetzt machst du Schluss, zack, bumm, 3 Stunden weg. Ich dachte, ja, jetzt machst du aber wirklich Schluss. Ah, das noch, zack, bumm, war ich bei fast 4 Stunden. Es macht wirklich unheimlich Spaß und ich bin auf das Spiel gekommen durch meine Tochter, die hatte wohl mal auf dem DS gespielt. Hat sie mir erklärt. Ich kannte es nicht. Ich wusste auch nicht, was ein Reaper-Game ist. Halt, wie gesagt, Leute, die tot sind, vor kurzem verstorben sind und die kämpfen dann in einem Game wie hier gegen Monster. Es kommt dann auch an, immer wenn ihr jetzt ein Rätsel gelöst habt, wenn wir jetzt die Nummer jetzt fertig gefunden hätten, kommt ein Endboss. Den muss man besiegen. Die sind immer ziemlich schwach und stark. Und dann fängt der nächste Tag an. Und wenn ihr denn das ganze Game durchgespielt habt, am Ende seid, dann könnt ihr euch was aussuchen. Also weit bin ich ja noch nicht, weil ich, wie gesagt, ich muss ja diese Telefonnummer noch dran suchen. Aber, nichtsdestotrotz, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Honig.